Hallo, meine lieben Sternenfreundinnen und Freunde, ganz herzlich willkommen zu diesem Beitrag über Lilith in der Waage und ganz herzlich willkommen an alle meine ASC-Community-Mitglieder, die auch dabei sind. Schön, dass ihr dabei seid. Wir wollen uns die faszinierende Lilith anschauen und die wird jetzt am 29. Juni für 9 Monate durch die Waage laufen. Das ist der Palast der Venus. Das heißt, da treffen jetzt zwei Göttinnenprinzipien aufeinander, Lilith und Venus, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Das wird bestimmt spannend, aber es könnte auch den einen oder anderen Bitchfight geben. Da müssen wir uns ein bisschen Mühe geben, dass wir uns gegenseitig unterstützen und solidarisch sind als Frauen und dass wir nicht in die Konkurrenz gehen. Das könnte ein Learning sein mit Lilith in der Waage. Das Thema Lilith, vor allem auch mein Lilith-Buch, hat auch eine ganz geheimnisvolle Verbindung zu meiner Community und zu Jupiter, wo wir jetzt das tolle neue PDF-Horoskop zu haben. Das kann ich euch auch nochmal sehr empfehlen an dieser Stelle. Und die Story ist, also vor 12 Jahren war Jupiter ja schon mal in den Zwillingen. Der ist ja jetzt gerade in die Zwillinge gegangen, Ende Mai. Und vor 12 Jahren, der hat einen 12-Jahres-Umlauf, war er also schon mal in den Zwillingen. Und wenn der in den Zwillingen steht, dann kriege ich immer einen ganz tollen Aspekt von Jupiter. Und letztes Mal hatte ich das große Glück, dass dieser ganz besondere Aspekt 4 Monate anhing. Und das ist auch ein super Aspekt, um ein Buch zu schreiben. Und da habe ich halt mein Lilith-Buch geschrieben, sozusagen geboren und auf die Welt gelassen. Also ich hatte das 15 Jahre lang in mir getragen und dann wollte es raus. Da hatte ich dann auch einen tollen Verlag gefunden und dann hat sich es auch wie von selbst geschrieben. Und jetzt habe ich halt wieder diesen tollen Aspekt. Jupiter ist in den Zwillingen und auch diesmal habe ich wieder das Glück, dass der Aspekt über 4 Monate anhalten wird. Und diesmal habe ich halt meine Community gegründet. Und deswegen ist das ist die Verbindung zwischen meinem Lilith-Buch und da dachte ich immer, boah, das ist mein Lebenswerk. Was Besseres kriege ich nicht mehr zustande, außer natürlich meiner Tochter. Aber das ist das Beste, was ich je zustande gebracht habe. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich habe wieder so was Tolles auf die Welt gebracht, eben mit meiner Community. Und diejenigen aus der Community, die hier sind, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vielleicht auch das bestätigen würdet in den Kommentaren, dass es Spaß macht. Stimmt ja auch hoffentlich. Also wir haben da mega viel Spaß. Wir haben da einen super tollen Austausch, total intensiv, lustig auch. Und wir haben ja auch schon einen tollen Fußballabend zusammen gehabt. Und es ist also richtig, da ist richtig Leben in der Bude. Und genau, deswegen würde ich auch euch andere, die jetzt vielleicht noch nicht in der Community sind, gerne noch dazu einladen. Ich glaube, dass das mein nächstes großes Ding ist. Dass das vielleicht auch wieder so ein Lebenswerk wird. Dann habe ich drei große Sachen geschaffen. Meine Tochter, mein Lilith-Buch und die Community. Da wäre ich sehr, sehr stolz, wenn das gelingen würde. Ja, und vor lauter Glück und Freude habe ich den Einführungsrabatt nochmal verlängert, nämlich bis zum 30. Juni. Und da könnt ihr dann nochmal 150 € auf die Jahresmitgliedschaft sparen und die zum super Sonderpreis erwerben. Also ich glaube, es lohnt sich total und wir haben alle richtig Spaß da. Alle. Also nicht nur die Mitglieder, sondern eben auch wir vom Team. Für uns ist es auch eine voll schöne Erfahrung. Die Community ist wunderbar. Dankeschön. Ja, und das ist auch eine ganz neue Art, sich der Astrologie zu nähern, weil wir haben totale Anfänger drin, die null Ahnung haben und immer schreiben, ich verstehe nur Bahnhof. Und dann haben wir Fortgeschrittene und die nehmen sich dann der Anfänger an und sagen, ja, pass auf, das geht so. Und dann haben wir natürlich auch, ich habe zwei tolle Astrologinnen dabei, die Marie, Mary Kay, die ist auch heute Abend dabei und die Maria, meine beiden Marien. Und natürlich die fantastische, einzigartige, wundervolle Sonja, meine rechte Hand. Und gemeinsam wuppen wir diese Community mit diesem Chat und das ist ganz großartig. Und die Maria aus dem Team hat auch schon einen kleinen Extra-Workshop gegeben für die Anfänger. Und also es ist so unfassbar inspirierend. Ja, ich könnte jetzt noch endlos weiterschwärmen, aber wir wollen ja über Lilith reden. Also ihr seid herzlich eingeladen, auch noch einzusteigen und ich würde mich freuen. Ach ja, und ihr könnt übrigens auch in 4 Monatsraten bezahlen. Genau, und dass das jetzt vielleicht nicht so geklappt hat,
so perfekt jetzt mit dem Video. Das ist so eine typische Lilith-Geschichte. Also ich habe die ganze Zeit schon so Impulse, dass Lilith mir sagt, du musst dich mal vom Skript lösen und das muss alles noch authentischer werden. Aber es ist natürlich auch so, es sind halt immer viele Einzelheiten, die es zu bedenken gibt und das schreibe ich mir gerne auf. Und dann hatte ich jetzt auch, als ich das vorbereitet hatte, hatte ich auch so ein paar richtig gute Ideen und die habe ich dann halt doch festgehalten im Skript. Ja, genau, Bettina, ne? Also auch Anfänger, keine Angst. Springt einfach rein, wir holen jeden ab, genauso wie ich es auch in diesem Video versprochen habe. Das machen alle Coaches falsch, das könnt ihr euch sonst auch nochmal anschauen. Da geht es mir nämlich darum, dass das einfach der große Fehler ist bei diesen ganzen Coaching-Programmen, dass die einfach sagen, werdet so wie ich und alles wird dufte. Ja? Ich habe so, und kennt ihr ja auch diese Werbung immer auf Instagram, ich habe das und das gemacht und dann entdeckte ich diese Methode und die zeige ich dir jetzt auch und du musst es nur genauso machen wie ich und dann ist alles dufte. Das stimmt eben aber leider nicht. Was nämlich die Coaches halt nicht wissen, ist, jeder Mensch ist anders. Also das ist jetzt eine Binsenweisheit, aber als Astrologe und Astrologin weiß ich das eben vom Horoskop her. Und da kann ich mir angucken, ob es jemandem gegeben ist, überhaupt so zu werden und so zu agieren und oder eben nicht. Und manche Menschen sind vom Horoskop her Geldmagneten und andere, für sie, die sind andere Dinge wichtig. Das muss man einfach auch berücksichtigen. Naja, ich denke, mein Punkt ist rübergekommen. Und ich wollte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen. Ich habe ja gesagt, so ja, ich finde das so toll mit der Community. Oh, ich würde am liebsten nur noch das machen. Und dann hatte mir jetzt zum Beispiel eine ganz besorgte Dame auf den Newsletter geantwortet und geschrieben, ja, heißt das, ich muss mich jetzt verabschieden und wird es jetzt die Monatsvideos nicht mehr geben. Aber so schnell geht das jetzt auch nicht. Also ich denke schon, dass ich auf die Dauer hier einen anderen Weg gehen werde. Auch kräftemäßig einfach, ne? Also langfristig, aber so schnell geht es nun auch wieder nicht. Denn wir haben jetzt einfach ein paar Planetenübergänge in 2025 und 26, die sind so krass. Da muss ich euch auf jeden Fall noch mitnehmen, da muss ich euch betreuen auf meinen YouTube-Videos. Und zwar wird Neptun in den Widder gehen, Saturn wird auch nächstes Jahr in den Widder gehen und Uranus wechselt in die Zwillinge und das sind so drei Planeten, die sind so mächtig und die haben so einen starken Einfluss. Da entsteht also jetzt eine ganz, ganz mächtige neue kosmische Strömung, die dann da auf uns zukommt in den nächsten beiden Jahren. Und das müssen wir erstmal gemeinsam überstehen. Und dann müssen wir eben auch schauen, wie hat sich die Welt bis dahin geformt, was ist dann wichtig. Ich glaube tatsächlich, dass dieses intimere Zusammensein, wie wir das auch in der Community haben, gegenüber dieser Massenware einfach immer wichtiger wird. Zumal jetzt natürlich auch, das kriegt ihr ja auch mit im Internet, jeder versucht immer mit diesen marktschreierischen Titeln die Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das ist aber überhaupt nicht mein Ding, weil ich will ja seriöse Astrologie machen. Mir fällt das schwer, in dem Spiel mitzuspielen. Und deswegen habe ich gesagt, für mich ist es besser, dass ich wirklich eine Community aufbaue von Leuten, die das auch so sehen wie ich und die das auf dem Niveau auch mit mir teilen wollen. Und da ist es dann völlig egal, ob Anfänger oder Fortgeschrittene, da geht es um die Gesinnung, um die Art und Weise, wie man die Astrologie sieht. So, und außerdem habe ich auch noch einen neuen Service für euch. Ich werde nämlich jetzt die kosmische Schwingung des Monats immer auf 4 Wochenhoroskope aufteilen. Das heißt, ne, immer freitags veröffentliche ich dann immer das Horoskop, was dann am nächsten Montag anfängt und für eine Woche gilt. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, über die Konstellation zu quatschen. Und ich habe das aus dem Monatshoroskop für die Sternzeichen rausgenommen. Das ist also sogar jetzt noch ein neuer Service, den es jetzt gibt. Und ich versuche das einfach durchzuhalten, kräftemäßig, so gut ich noch kann. Auf jeden Fall jetzt noch, denke ich mal, so für ein Jahr oder 1,5 Jahren, bis wir diese Planetenwechsel geschafft haben. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht mehr die Allerjüngste. Wir werden sehen, wie es läuft. Aber ich habe ja mittlerweile auch ein super, super, super tolles Team, was mich tatkräftig unterstützt. Ja, und jetzt wollen wir uns Lilith zuwenden. Ich will aber noch mal kurz in den Chat reingucken. Schön, vielen Dank auch an die Community-Mitglieder, die ja so, so nett gepostet haben.
Genau, hier möchte noch jemand völlig zu Recht wissen, was das denn für ein toller Jupiter-Aspekt war. Und zwar ist das, wenn der laufende Jupiter im Transit ein sogenanntes Trigon, das heißt, das ist der große Harmonieaspekt, zum Geburtsjupiter bildet. Und das wiederum habe ich von meiner fabelhaften Freundin aus Texas, aus Dallas, Texas, Joni Petrie, gelernt. Die ist indische Astrologin und ist ganz fantastisch. Ich liebe sie. Und die hat gesagt, in der indischen oder vedischen Astrologie gilt Jupiter eigentlich als der einzige Planet, der mächtige Trigone, also diese Harmonieaspekte, werfen kann. Und tatsächlich ist es so, dass wir generell, also in der modernen Astrologie, auch den Spannungsaspekten schon mehr Bedeutung beimessen, in der Hinsicht, dass sie mehr auslösen und bewirken können. Also Harmonie, das steckt ja auch schon in dem Begriff, Harmonie ist schön, aber Harmonie führt nicht unbedingt dazu, dass man was tut oder was ändert. Dass man was tut und ändert, das sind meistens die Spannungsaspekte. Außer Jupiter. Bei Jupiter ist es halt so, wenn der ein Trigon bildet, dann passiert auch was. Also das ist eben die indische Lehre und das habe ich jetzt einfach mal beschlossen, das so zu übernehmen. Finde ich gut. Und das beste Trigon, was es gibt, ist eben vom laufenden Jupiter, vom aktuellen auf den Geburtsjupiter. Der steht bei mir im Wassermann. Ja, und beim letzten Mal eben war es das Lilith-Buch und jetzt ist es die Community. Also das scheint schon zu passen. Und wenn ihr, wie gesagt, wissen wollt, ob ihr vielleicht auch so ein tolles Jupiter-Trigon kriegt, bald mal demnächst, dann das findet ihr dann alles im Jupiter-Report. Jetzt wollen wir uns Lilith zuwenden. Am 29. Juni ist es soweit. Dann wechselt die Göttin der wilden Urkraft, unsere innere Schamanin, ins Zeichen Waage und hält sich dort die nächsten 9 Monate auf. Und das bedeutet, dass Lilith nun im Palast der Venus unterwegs ist. Und das ist durchaus tricky. Die Waage wird eben von der Venus regiert, und zwar als Göttin der Beziehungen und der Schönheit, des Stils und auch der Kunst. Und nun stellt euch vor, dass Lilith in ihrer Eigenschaft als Schamanin und ja auch als Hexe oder eben einfach als wilde Frau für 9 Monate im Palast der Venus einziehen wird. Und da kommen mir direkt witzige Szenen in den Sinn. Zum Beispiel habe ich mir so vorgestellt, dass Venus für Lilith, also ein schönes großes Baldachinbett mit pompösen Kissen und viel Luxus vorbereitet hat und außerdem die Gesellschaft von feinen Leuten, die jetzt bei Venus gerne den Palast besuchen. Aber Lilith zieht es vor, draußen im Garten zu schlafen und sich mit den Vögeln und den Tieren aus dem Wald zu unterhalten. Ne? Oder eine andere denkbare Szene wäre vielleicht Lilith, nee, Venus in ihrem Palast hat ein schönes, fluffiges, weißes Hündchen und Lilith bringt eine wilde Löwin mit. Ne? Also könnt ihr euch schon vorstellen, wie das aussehen kann, wenn die beiden sich dann zusammenraufen müssen. Und das wird dann also nicht ganz einfach für die, ne, für Venus und Lilith, sich miteinander zu arrangieren. Und dieses Bild, das könnt ihr jetzt auch auf eure Beziehungen sozusagen übertragen und anwenden. Da kommt jetzt ein ziemlich frischer neuer Wind rein, weil Lilith eben jetzt auch durchs Beziehungszeichen läuft und neue Themen werden wichtig. Lilith wird uns auffordern, stärker auf Fairness und Gerechtigkeit zu achten. Und spontaner, authentischer und ehrlicher zu sein. Sie möchte nämlich nicht, dass wir uns in der Beziehung um des lieben Friedens willens verbiegen und um dem anderen zu gefallen, sondern dass wir für uns einstehen, was so ein bisschen den Interessen der diplomatischen Waage zuwiderläuft. Denn die Waage, also beziehungsweise jetzt Venus, ne, als Göttin der Waage, die schwört ja eigentlich eher auf die Waffen einer Frau, also High Heels und Schönheit und sie ist nicht zu Unrecht der Meinung, dass man oft mit Verführung und Verlockung und sogar einer Prise Manipulation mehr erreichen kann als durch Direktheit und Offenheit. Aber Lilith schert das nicht, das ist ihr ganz egal. Sie möchte authentisch sein und so respektiert werden, wie sie ist, mit ihren Ecken und Kanten, mit allen ihren speziellen Eigenschaften als Schamanin, als alte, urige Göttin des Matriarchats und als Göttin unserer persönlichen instinktiven Urkraft. Und das
kann sich dann auf unsere Beziehung übertragen, dass wir oder einer in der Beziehung das dann auch möchte. Ich denke, richtig gute Partnerschaften, die auf Freundschaft basieren und in denen man viel miteinander unternimmt oder vielleicht auch gemeinsam forscht, gemeinsame Abenteuer besteht und auf Augenhöhe ist, die werden sogar davon profitieren. Denn Lilith ist sehr anregend und kreativ. Und das ist dann ungefähr die Wirkung, wenn Lilith einen harmonischen Aspekt bildet. Also für die Zeichen Zwillinge, Wassermann, Löwe und Schütze. Aber diejenigen, die immerzu Dinge unter den Teppich kehren oder an einer Beziehung festhalten, die ihnen eigentlich schon lange nicht mehr gut tut, die werden sich jetzt damit auseinandersetzen müssen. Also da passieren dann einfach Dinge, die ihnen zeigen, dass sie das jetzt nicht länger so verdrängen können. Und das trifft vermutlich zu, also eher zumindest, wenn Lilith im Spannungsaspekt zu Widder, Krebs und Steinbock steht. Das sind also die Zeichen, die Sternzeichen, die harte Lilith-Aspekte empfangen werden. Und Sonderfall ist hier die Waage selbst, die von Lilith aktiviert wird. Und das ist dann eine sogenannte Konjunktion. Also für die Waagen und Waage-Aszendenten gilt, ob ihr diesen Lilith-Transit jetzt durch euer Zeichen als glücklich und positiv erlebt oder eher als schwierig und stressig, das hängt sehr davon ab, inwiefern ihr bereit seid, authentisch zu sein und eure wahren Gefühle adäquat auszudrücken und überhaupt auch zuzulassen. Die gute Nachricht ist aber, so gut wie alle Waagen oder Waage-Aszendenten haben eine künstlerische Ader. Und die Kraft von Lilith kann man super gut durch kreative Tätigkeiten ausdrücken. Also das ist immer ein super guter Kanal, selbst wenn ihr euch vielleicht mit diesem Transit unbehaglich fühlt oder wenn es ein bisschen stressig werden sollte, werdet kreativ. Und darauf gehe ich aber auch gleich nochmal im Waage-Teil ein. Und ich gebe euch eben gleich auch einen Überblick, wie der Transit der Lilith für die 12 Sternzeichen und Aszendenten wirkt. Vorher möchte ich aber noch ein bisschen Service euch geben. Ich habe euch mal aufgeschrieben, wann Lilith durch welche Dekade des Sternzeichens läuft. Dann könnt ihr euch da so ein bisschen orientieren, wenn ihr da also mit vertraut seid, wann bei euch der Transit wirken wird. Wenn ihr das jetzt nicht recht wisst, was Dekaden sind und was ihr damit anfangen könnt, dazu habe ich mal ein Dossier erstellt. Das könnt ihr euch für eine kleine Unkostengebühr bestellen und runterladen. Und für meine Community-Mitglieder ist das übrigens kostenlos. Da habe ich aufgeschlüsselt, wann welche Geburtstagskinder in welcher Dekade geboren sind. Und das sind also die Dekaden. Lilith wird jetzt vom 29. Juni bis zum 27. September durch die erste Dekade laufen. Also 1 bis 10 Grad Waage sind das. Dann durch die zweite Dekade vom 27.09. bis 26. Dezember 2024. Das sind dann 10 bis 20 Grad Waage. Und dann durch die dritte Dekade, die geht es dann vom 26. Dezember bis 27. März 2025. Das wären 20 bis 30 Grad des Zeichens Waage und dementsprechend natürlich auch der anderen Zeichen, die dann Aspekte empfangen. Am besten ist natürlich, ihr wisst ganz genau, wann der Lilith-Transit bei euch direkt ist. Denn wenn Lilith zum Beispiel direkt auf der Sonne oder auch auf dem Aszendenten steht, dann dauert das meistens so 4 Wochen. Und in diesen 4 Wochen kann es wirklich sein, dass ihr euch selbst nicht wiedererkennt. Und dann ist man wirklich so ein bisschen haunted by Lilith. Und das will ich an diesem Bild hier zeigen. Hier schaut sie mir über die Schulter ahnungsvoll, ja, und da kann man sich schon so fühlen, wenn der Transit direkt ist. Will ich euch noch schnell die Geschichte erzählen. Ich habe das mit meiner Grafikfee Lara hier ja alles erstellt, hier diese wunderschönen Bilder. Und ich habe dann gesagt, ja, vielleicht können wir die Lilith auch im Hintergrund nehmen. Und dann haben wir das ausprobiert und dann habe ich ihr das gezeigt so. Und dann meinte sie, ach du meine Güte, das sieht ja aus wie in einem Horrorfilm. Da hatte sie dann auch gleich den Titel von dem Horrorfilm, habe ich jetzt immer wieder vergessen, wo dann jemand sich in den Spiegel guckt und sieht dann hinter sich so eine Gestalt stehen. Und so kann das so ein bisschen sein, ja, dass man richtig so ein bisschen haunted ist von diesen Gefühlen,
wenn man direkt unter dem Einfluss von Lilith steht. Das muss man schon ernst nehmen. Und deswegen wäre mein Tipp, wenn ihr das eben merkt, dass ihr da wirklich nicht mehr so ganz ihr selbst seid, dann solltet ihr in diesen 4 Wochen keine lebensverändernden Entscheidungen treffen oder zumindest nicht gleich umsetzen. Wartet die heiße Phase des Lilith-Transits ab und denkt anschließend nochmal drüber nach. Vielleicht seht ihr nämlich dann die Sache schon wieder anders. Und sonst könnt ihr auch natürlich die bewährte 90-Tage-Regel anwenden. Ein Beispiel, was passieren kann mit direktem Lilith-Transit ist, man stürzt sich in eine heiße Liebesaffäre, obwohl man gebunden ist und hat dann das dringende Bedürfnis, aus dem eigenen, langweilig gewordenen Beziehungsparadies auszubrechen. So wie Lilith in der Symbolik, da ist sie ja aus dem Paradies geflohen, weil sie sich Adam nicht unterordnen wollte. Diese Geschichte kommt in bestimmten Büchern der Bibel, in der Genesis vor und wurde dann aber wieder draus getilgt. Und dann wurde eben Eva geschaffen, die für mich eher dem Archetyp der Venus entspricht, also der Liebes- oder Ehepartnerin, die eben auch weiß, mit den Waffen einer Frau zu kämpfen. Aber Lilith war eigentlich die matriarchalische Göttin aus der Zeit vor den christlichen Religionen, die natürlich keinen Sinn darin sah, sich einem Mann zu unterwerfen, der die neue Weltordnung des Patriarchats repräsentierte. Das ist alles sehr, sehr spannend. Das könnt ihr in meinem Lilith-Buch nachlesen. Jedenfalls kann es eben sein, dass man unter dem Einfluss der Lilith sein Leben über den Haufen werfen will, umkrempeln will, weil diese archaischen Gefühle einen überwältigen. Und das lässt sich eben in der Realität nicht immer so gut integrieren. Ich sage es mal so, Lilith ist die Göttin der instinktiven Urkraft, der wilden Seite in uns und auch die innere Schamanin, deren Ziel es ist, dass wir die Verbindung mit Mutter Natur und auch mit unserer inneren wilden Natur aufrechterhalten. Venus dagegen ist für unsere Beziehungen da und auch für unsere Werte und unser Geld. Etwas, was ja heutzutage sehr stark unser Leben dominiert, also deutlich mehr als die Verbindung zur Natur. Und deswegen kann man sich auch nicht immer aussuchen und es sich nicht immer leisten, dem Ruf der Lilith zu folgen. Und da fällt mir meine Lieblingsschamanin Jenny Appel ein. Die ist so eine, die in dieser Richtung unterwegs ist und die hat auch eine stark gestellte Lilith im Horoskop. Die ist ganz kompromisslos und authentisch auf dem Weg der Wahrheit unterwegs als Schamanin. Aber dazu muss man sich schon berufen fühlen. Wenn euch das näher interessiert, ich habe die Jenny mit ihrem Instagram-Account auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn man aber jetzt ein schönes und einigermaßen normales Leben führt, dann kann es eben auch ein bisschen verstörend sein, wenn Lilith da so durchfegt wie so ein Tornado und hinterher fragt man sich vielleicht, wie es dazu kommen konnte. Kleine Anekdote am Rande, als sich Brad Pitt und Angelina Jolie Hals über Kopf ineinander verliebt haben am Set, da standen sie massiv unter dem Einfluss von Lilith-Transiten und die haben auch beide eine starke Lilith im Geburtshoroskop und ich habe das mal untersucht, ist eine total spannende Lilith-Geschichte. Aber wie wir ja alle wissen, konnten sie diese spezielle Magie und Leidenschaft nicht über die Langstrecke einer Großfamilie aufrechterhalten. Darüber muss man sich im Klaren sein. Lilith ist eine Einzelfigur. Sie kann uns inspirieren und unglaublich tiefe und mystische Einblicke schenken. Aber für Beziehungen, die den Gesetzen des Patriarchats gehorchen, ist sie nicht gemacht. Und leider auch nicht für die unvermeidlichen Kompromisse, die man eingehen muss, wenn man eine Beziehung führen will. Übrigens, deswegen denke ich auch, dass Lilith auch als Schutzpatronin der ganzen LGBTQ-Bewegung queerer Frauen, schwuler Männer und Transmänner und Frauen, kurz aller Lebens- und Beziehungsformen, die vom Patriarchat abgelehnt werden, gelten kann. Also das deute ich dann auch immer so. Und ein Symbol dafür ist auch, dass sie sich halt nach der Flucht aus dem Paradies ans Rote Meer zurückgezogen hat und dort hat sie sich mit den Dämonen vergnügt. Die gefielen ihr nämlich wesentlich besser als der ungehobelte Adam und sein Patriarchat. Und deswegen bringen eben Lilith-Transite oft Begegnungen mit spannenden Menschen, auch mit schrägen Leuten, mit politischen und gesellschaftlichen Themen, die halt wirklich so ein bisschen so einen Stachel haben,
denen man nicht aus dem Weg gehen kann, auch mit inneren psychologischen Themen, die man nicht aufgearbeitet hat. Und schmerzlich sind Lilith-Transite immer dann, wenn du damit konfrontiert wirst, dass du deine eigene wilde, je nachdem weibliche, instinktive Seite nicht so wirklich integriert hast oder integrieren konntest und die ganze Zeit damit lebst, dir selbst und auch anderen etwas vorzumachen, zum Beispiel um gut auszusehen, gut dazustehen, um nicht anzuecken und eben um zu gefallen. Die inspirierende Seite des Lilith-Transits kommt zutage, wenn du Dinge erlebst und Leuten begegnest, die deine wilde innere Seite stärken und hervorlocken und richtig wahrnehmen und sehen, sodass du selbst sie besser annehmen und integrieren kannst. Insofern geht es bei diesem Transit auch ganz stark um die Beziehung zu uns selbst. Und da kann uns Lilith ganz schön auf die Probe stellen. Und das kann auch durch Menschen, die uns dann eben jetzt begegnet, geschehen. Und die, wenn man zum Beispiel sich jetzt über bestimmte Frauen aufregt, ja, dann reflektieren die vielleicht einfach nur was, was mit uns selbst zu tun hat. Zum Beispiel, dass wir vielleicht denken, boah, eigentlich, das nervt mich jetzt, aber eigentlich wäre ich auch gern so wie die und würde einfach so kompromisslos mein Ding machen, auch wenn man sich eigentlich darüber aufregt. Das lohnt sich immer, darüber nachzudenken, wenn man einen starken Lilith-Aspekt hat. Und alles über Lilith könnt ihr auch in meinem Lilith-Buch nachlesen, habe ich ja vorhin schon angesprochen, mein Lebenswerk. Es heißt Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau. Und ist mittlerweile schon in der 5. Auflage erschienen, falls ihr es nicht schon kennt. Und das könnt ihr einfach über Amazon bestellen oder in dem Buchladen eurer Wahl. Und einen Link dazu habe ich natürlich auch auf meiner Homepage verlinkt. Findet ihr unten in der Videobeschreibung bei meinen Büchern und im Podcast in den Shownotes. Und wenn ihr noch tiefer ins Thema Lilith einsteigen wollt, jetzt in Bezug auf euer Horoskop, dann empfehle ich euch gern meinen Lilith Online-Workshop Lilith Transite – Begegnung mit der weiblichen Urkraft. Über 2 Stunden, also so, ja, 2,45 sogar, gehe ich da auf die Lilith Transite durch alle Häuser ein mit vielen Beispielen und persönlichen Erfahrungen. Und wenn ihr jetzt astrologisch schon Erfahrung habt oder vielleicht sogar selber beratet, kann das ein tolles Material sein für die Arbeit mit euren Klientinnen. Und wenn ihr keine Ahnung habt, dann mache ich euch hier und heute ein besonderes Angebot. Schreibt uns bei der Buchung eine E-Mail und ihr erhaltet von uns eine kurze Analyse, durch welches Haus bei euch Lilith aktuell läuft, damit ihr das, wenn ihr den Workshop anschaut, dann zuordnen könnt. Und mit der Buchung des Workshops bekommt ihr das Video freigeschaltet und ein ausführliches Informationsmaterial und Workbook zur Verfügung gestellt. Und für die Mitglieder meiner Community gibt es auf diesen Workshop 10% Rabatt. So, meine Lieben, nach diesen ganzen philosophischen Exkursen über Lilith und den Hinweis auf den Workshop und so weiter, wollen wir jetzt in die Kurzdeutung für die Sternzeichen einsteigen und wir sortieren das so, wie ihr es gewohnt seid, also alle jetzt von außerhalb, wie sonst auch in den Livestreams, von Widder bis Fische. Und dabei werdet ihr dann sehen, dass die Häuser gewissermaßen rückwärts laufen. Das ist in der Astrologie so, dass die Häuser und auch die Zeichen gegen den Uhrzeigersinn laufen, im Kreis angeordnet sind. Das heißt, da müsst ihr euch jetzt keine Sorgen machen. Das ist ganz normal und korrekt so. Braucht ihr nicht zu hinterfragen. Dafür bin ich ja eure Astro-Expertin. Und macht euch bitte auch nochmal klar, dass dieses Schema mit den Sternzeichen und Aszendenten eben nur ein Schema ist, damit ich euch ungefähr abholen kann. Das ist sozusagen die kollektive Dimension des Lilith-Transits. Aber ihr wisst ja, ich kann damit nicht euer persönliches und individuelles Horoskop abbilden. Das ist eben immer so bei den Sternzeichenhoroskopen. Das kennt ihr ja auch aus meinen Monatshoroskopen. Deswegen müsst ihr jetzt da so ein bisschen reinspüren, wie sich das Leben mit Lilith für euch anfühlt, mit welcher Deutung ihr in Resonanz seid. Es sei denn, ihr seid bei mir in der Community. Dann erfahrt ihr heute schon mal ganz genau, in welchem Haus eures individuellen Horoskops das Zeichen Waage sich befindet und deswegen auch dieser Transit sich abspielen wird. Denn von allen meinen Community-Mitgliedern habe ich ja das Geburtshoroskop und ich freue mich,
dass heute Abend aus meinem Team nicht nur Sonja dabei ist, sondern eben auch Mary Kay, die euch bei Nachfragen noch den einen oder anderen Tipp geben kann. Und sie hat halt von den Community-Mitgliedern die Liste mit den Sterndaten vorliegen und kann da auch immer noch mal reingucken, wenn ihr jetzt noch mal eine Nachfrage habt. Aber wir haben das ja auch vorhin im Chat schon wild diskutiert. Nein, bei mir ist Waage da, ach so, da und hin und her. Dann haben wir das auch noch korrigiert. Also wir sind auch immer sehr offen. Ne? Wir sind jetzt auch nicht unfehlbar und wir sind immer offen für eure Rückmeldung. Aber hier und heute sprechen wir jetzt sozusagen für die Allgemeinheit von Liliths Wirkung auf die Sonne, also das Sternzeichen und den Aszendenten. Aber bedenkt dabei bitte, dass Lilith natürlich auch dann eine sehr starke Wirkung haben kann, wenn sie harte Aspekte zum Beispiel auf euren Mond, eure Venus oder Mars wirft. Das ist dann vielleicht ein Fall für eine persönliche Beratung, wenn ihr spürt, dass ihr da Hilfe braucht. Und jetzt beginnen wir wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Und für die wird sich der Lilith-Transit im kosmischen siebten Partnerhaus abspielen. Denn das Partnerhaus liegt, hier ist der Widder, das Partnerhaus liegt immer genau gegenüber vom Sternzeichen und Lilith ist ja jetzt in der Waage. Also für euch, ihr Lieben, wird Lilith durch euer kosmisches Partnerhaus wandern und das verspricht garantiert aufregende Zeiten mit interessanten Leuten. Lilith ermöglicht euch in den kommenden 9 Monaten vor allem spannende Begegnungen. Menschen, häufig Frauen, könnten euch aber auch provozieren und dadurch mit ganz tiefen und urigen Gefühlen in Kontakt bringen. Vielleicht auch mit heißen Liebesgefühlen. Auf jeden Fall Gefühle, die ihr sonst vielleicht nicht so wahrnehmt. Und das kann super toll und aufregend sein, kann aber auch bestehende Beziehungen oder Freundschaften gefährden. Ihr erinnert euch, die heiße Liebesaffäre. Das heißt, dann die 90-Tage-Regel bitte anwenden. Vielleicht begegnet ihr auch einer Person, die eine kreative oder mystische Leidenschaft in euch weckt. Oder ihr engagiert euch politisch für mehr Gerechtigkeit. Und im persönlichen Horoskop trifft das zu für meine Community-Mitglieder Annie, Daniela, Gabi, Maria, Nathalie, Sibylle und Thekla. Also für euch haben wir ermittelt, dass ihr auch diesen Transit im siebten Haus habt. Das ist doch spannend. Und übrigens unabhängig vom Sternzeichen. Ja, also man kann auch ein anderes Sternzeichen haben, aber dann trotzdem die Lilith im siebten Haus haben, wenn man den Aszendenten hier in dieser Gegend hat. Aber wie gesagt, das besprechen wir in der Community. Ich will jetzt hier die anderen nicht zu sehr verwirren. Ja, unsere lieben Stiergeborenen und Stieraszendenten werden mit der Lilith-Energie im kosmischen Lebensbereich für Alltag und Gesundheit beehrt. Das ist nämlich das sechste Haus. Das wird ein spannender Transit und der wird euch dabei unterstützen, mehr auf euren Körper zu achten und vielleicht sogar das ein oder andere Kilo zu verlieren, wenn ihr da jetzt während eurer Jupiterzeit ein bisschen zugenommen hattet. Aber auch alternative Heilmethoden können jetzt für euch interessant werden. Lilith ist ja eben unsere innere Schamanin, da kann man ein ganz neues Verhältnis zum Körper bekommen. Und ihr könnt in den nächsten Monaten freier und selbstbestimmter werden, gerade in euren täglichen Abläufen und auch im Büro. Vielleicht arbeitet ihr dann zum Beispiel mehr von zu Hause aus oder könnt Reisen und Arbeiten besser kombinieren. Und aus meiner Community haben jetzt die Anke und die Diana diesen Transit von der Lilith durchs sechste Haus. Und das übrigens geht das auch manchmal einher damit, dass man einen eigenwilligen Arbeitsstil entwickelt und plötzlich das auch nicht mehr ertragen kann, wenn einem Leute auf der Arbeit reinreden. Das habe ich auch beobachtet. So. Weiter geht's mit den Zwillingen und Zwillinge-Aszendenten. Und diese lebenslustigen Kandidaten werden in den nächsten 9 Monaten von Lilith mit Leidenschaft und Kreativität beschenkt. Und in ihrer Rolle als Schamanin kann sie euch zu kreativer Wildheit verleiten. Sie will, dass ihr unbeirrt und furchtlos euren Weg geht, dem Weg eures Herzens folgt und Spaß an den einfachen und natürlichen Dingen des Lebens finden könnt.
zum Beispiel Ausflüge in die Natur oder freies Spielen mit Kindern. Lilith steht sehr günstig für euch und wird euch helfen, mutiger zu sein und mehr für euch selbst und eure Bedürfnisse einzustehen, gerade wenn ihr dazu manchmal neigt, um des lieben Friedens willens mehr für andere zu machen, als gut für euch ist. Und Community-Mitglieder, bei denen die Lilith jetzt das fünfte Haus aktiviert, sind Andrea, Christiane, Claudia, Eva Luna, Frauke, Regina, Sanja und Vanessa. Und das ist natürlich dann für mich auch immer super spannend zu sehen, wie sich bestimmte Konstellationen dann bei Community-Mitgliedern häufen. Also deutlich mehr als andere. Das heißt, das macht mich dann nachdenklich. Da überlege ich dann, okay, die haben also alle die Waage im fünften Haus. Das ist ja auch eine bestimmte Art und Weise, das Leben zu betrachten. Ne? Das sind dann für mich jedes Mal auch so Learnings. Also wir haben auch schon uns den Spaß gemacht, so ganze Statistiken anzulegen von unseren Community-Mitgliedern, wer wo welche Konstellation hat. Also es macht echt Spaß. So, jetzt kommen die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Und für die steht Lilith im vierten Haus. Und das heißt, es kann in den nächsten Monaten im Familien- und Heimatbereich zu einigen Turbulenzen kommen. Die wilde Göttin wird euch aber dabei unterstützen, für euer Zuhause und die euren mutig einzustehen. Es kann durchaus sein, dass es Reibereien mit euren Töchtern, Schwestern oder Nachbarinnen gibt. Und in dem Fall schaut mal ganz genau hin, machen diese Frauen irgendwas so, wie ihr es am liebsten machen würdet, euch aber nicht traut, aus lauter Harmonie streben? Vielleicht inspirieren euch diese Bitches und ihr werdet selbst ein bisschen mutiger und direkter. Lilith kann auch für einen Emanzipationsprozess stehen. Das kann also auch bedeuten, dass euer Nachwuchs flügge wird und auszieht oder ihr verändert vielleicht selbst euren Wohnort, weil ihr wohin ziehen wollt, wo es euch mehr entspricht. Und Mitglieder mit Lilith im vierten Haus sind Gülistan, Helena, Isabel und Jessica. Für unsere Löwen und Löwe-Aszendenten aktiviert Lilith das dritte Haus. Das ist der Lebensbereich für Lernen, Wissen und Kommunikation. Und sie steht da 9 Monate lang besonders günstig für euch. Viele Menschen, häufig Frauen, werden euch begegnen, die euer Interesse für Themengebiete wecken, zum Beispiel Fragen der Gerechtigkeit, neue gesellschaftliche Entwicklungen oder auch Kunst und Kreativität und vielleicht Gebiete, mit denen ihr euch vorher noch gar nicht so beschäftigt habt. Auch das Verhältnis zu euren Geschwistern, besonders Schwestern, kann sich dadurch verändern und weiterentwickeln. Das wird eine spannende Zeit für euch. Und Community-Mitglieder mit Lilith im dritten Haus sind Alexandra, Andrea, Silke und Ute. Ist auch super spannend, Lilith im dritten Haus kann auch die Art zu kommunizieren verändern, dass man da auch vielleicht direkter wird oder gar nichts mehr sagt. Das kommt auch vor, dass man auf einmal lieber schweigt als spricht, weil Lilith ist auch die Kunst des Schweigens. Das könnt ihr übrigens alles in meinem Lilith-Buch nachlesen. Meine lieben Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten, da geht Lilith durch das zweite Haus. Und wird euch, und zunächst mal war sie ja jetzt lange Zeit bei euch im Zeichen und im ersten Haus und hat euch da auch vielleicht ein Stück weit selbstsicherer und authentischer gemacht. Also alle Jungfrauen und Jungfrau-Aszendenten, die haben jetzt gerade den Transit von Lilith hinter sich. Ihr könnt ja hier auch mal kommentieren, wie das für euch war, ob ihr euch verändert habt, vielleicht auch euer Äußeres verändert habt und ob ihr zum Beispiel, also so ein Beispiel für so eine Lilith-Kraft wäre zu sagen, ich trage jetzt keine High Heels mehr. Ich habe keinen Bock mehr, meine Füße in High Heels zu zwängen. Ich hole mir jetzt schöne Barfußschuhe oder laufe überhaupt barfuß. Meine Tochter hat ja Lilith am Aszendenten und die läuft wahnsinnig gerne barfuß. Für den Sommer hat die überhaupt keine Sandalen, weil sie sagt, wozu brauche ich Sandalen? Im Sommer laufe ich barfuß. Und dann auch so auf Partys und so. Und dann habe ich schon mal so zu ihr gesagt, so ganz Venus-mäßig, ja, willst du dir nicht mal schicke Schuhe anziehen? Wozu denn? Okay, das hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil sie eben auch jetzt einige Modeljobs gemacht hat, aber das ist so Lilith. Lilith will halt barfuß laufen und will sich vielleicht auch so kleiden, wie es mehr ihr entspricht, anstatt irgendwelchen Modetrends zu folgen. Also das habt ihr jetzt gerade so hinter euch gebracht und seid vielleicht auch ein bisschen eckiger geworden, ein bisschen
mehr bereit, auch mal Nein zu sagen, wenn andere wieder irgendwelche Aufgaben für euch haben. Das kennt man ja, die Jungfrauen organisieren ja gerne alles für andere. Und das mag Lilith halt gar nicht. Und die wilde Göttin hat euch hoffentlich dabei geholfen, mutiger zu sein. Aber vielleicht habt ihr euch in dieser Phase auch gelegentlich ein bisschen einsam gefühlt. Und wenn sie nun in euer Nachbarzeichen Waage weiterwandert, wird sie euch hier helfen, euch auch in finanziellen Themen mehr zu emanzipieren. Ihr wünscht euch dann vielleicht mehr Unabhängigkeit und Freiheit bezüglich eures Besitzes und eurer Werte. Und vielleicht bekommt ihr auch Lust, in Kunstprojekte oder Soziales zu investieren, weil ihr dran glaubt. Also schreibt mir doch gerne mal hier im Chat, wie ihr das so erlebt habt mit Lilith bei euch im Zeichen. Oder ob ihr eine besondere Lilith-Erfahrung machen konntet. Und Community-Mitglieder mit Lilith im zweiten Haus sind Marie-Christine und Renate. Und jetzt kommen wir zu den Heldinnen und Helden des Lilith-Transits, nämlich den Waage-Geborenen und Waage-Aszendenten. Für euch wird Lilith direkt über die Sonne wandern, beziehungsweise über euren Aszendenten. Und falls ihr beides seid, Waage und Waage-Aszendent, dann bekommt ihr einen doppelten Lilith-Schub. Und damit rücken eure Beziehungsthemen und gleichzeitig auch eure persönliche Freiheit in den Vordergrund. Lilith erfüllt euch jetzt mit einer neuen Energie, die eure persönliche Entwicklung ankurbelt und auch euren Umgang mit anderen beeinflusst. Vielleicht erlebt ihr Situationen mit spannenden Menschen oder engagiert euch künstlerisch oder auch politisch und spürt dabei intensive Emotionen, die ihr sonst so gar nicht an euch kennt. Ihr seid vielleicht spontaner, kompromissloser, einfach irgendwie wilder als sonst. Kommt ihr damit klar? Oder steht das im Widerspruch zu eurer sonstigen freundlichen und diplomatischen Art? Betrachtet es als Chance, mit Hilfe von Lilith auch mal Nein zu sagen und zu dem zu stehen, was ihr wirklich machen wollt, auch wenn andere es gewagt finden oder nicht absegnen. Wenn ihr kreativ arbeitet, dann dürft ihr euch freuen. Und falls noch nicht, dann könnt Lilith jetzt eure kreative Ader wecken und ihr könnt sie entdecken. Der Einfluss von Lilith bringt es nämlich mit sich, dass man aus allem, was einem begegnet, Inspiration und Erkenntnis zieht. Auch oder gerade sogar dann, wenn es vielleicht ein bisschen schräg oder befremdlich ist. Schnappt euch also eure kreativen Werkzeuge und legt los. Und während Lilith durch euer Zeichen wandert oder euren Aszendenten überquert, wird sie euch immer wieder fragen, ob ihr in eurem Gleichgewicht seid zwischen Geben und Nehmen, Freiheit und Verbindlichkeiten, Diplomatie und Authentizität. Eigentlich seid ihr ja sehr gesellig und höflich und orientiert euch stark an euren Beziehungen, aber mit der wilden Göttin an eurer Seite kann das auch mal ganz anders aussehen, vor allem in den 4 Wochen, in denen sie direkt auf eurer Sonne oder eurem Aszendenten steht. Ihr geht es nämlich auch um die Befreiung von Beziehungen oder Menschen, die euch nicht mehr gut tun und die ihr gehen lassen dürft. Ebenso wollt ihr vielleicht mehr Zeit mit euch selbst verbringen und die Seite von euch entdecken, die vielleicht wild und unangepasst ist, die aber normalerweise unterdrückt wird, weil ihr nett sein wollt und gut aussehen wollt. Jetzt ist aber Zeit für mehr Authentizität. Jetzt könnt ihr mal die High Heels weglassen und barfuß über eine Sommerwiese laufen. Und in meiner Community sind das richtig viele. Ich habe richtig viele Mitglieder aus dem Zeichen Waage oder mit Waage-Aszendenten. Also, da haben wir Andrea B. Und die Andrea hat sogar ein Lilith Return. Das heißt, Lilith kehrt nach 9 Jahren wieder an den Punkt zurück, an dem sie bei dir im Geburtshoroskop steht. Und wenn jetzt vielleicht auch noch jemand andere hier aus dem Livestream wissen, dass sie Lilith in der Waage stehen haben, dann heißt das, ihr kriegt, also im Geburtshoroskop Lilith in der Waage haben, dann heißt das, ihr kriegt jetzt den Lilith Return und dann lohnt es sich mal nachzudenken, was war vor 9 Jahren in meinem Leben wichtig. Das kann sehr aufschlussreich sein. Dann haben wir die Christel, die Christine, Gabriele, Petra, Roberta, Sonja. Das ist meine unentbehrliche süße Assistentin Sonja, die ist ja auch Waage, und Tabitha und Theresia. Und weiter geht es mit den Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten. Und die haben Lilith jetzt im 12. Haus.
Und das bedeutet, ihr könnt in den nächsten 9 Monaten vor allem eure Spiritualität und eure Intuition noch mehr verstärken. Die meisten Skorpione sind ja eh schon sehr intuitiv. Und Lilith ermöglicht es euch jetzt, neue Tiefen in der Verbindung mit euch selbst und eurer Seele zu entdecken. Vielleicht habt ihr dank dieses Transits die Möglichkeit, Schatten, die bisher im Verborgenen lagen, ans Licht zu holen und zu integrieren. Falls ihr spirituell arbeitet, wird das eine tolle Erfahrung. Aber auch ihr anderen Skorpiongeborenen werdet sicher in euren Träumen wichtige Botschaften erhalten. Also für euch ist jetzt Lilith eure innere Schamanin, die euch mit der Stimme des Windes zuflüstern wird, was zu tun ist und eure Instinkte schärft. Und bei den Community-Mitgliedern ist das die Larissa. Jetzt geht's weiter mit Schütze, Schütze-Aszendent und Lilith im 11. Haus. Das heißt, für euch wechselt jetzt Lilith vom Karrierehaus in euren Freundschafts- und Sozialbereich. Vielleicht hat sich beruflich in den letzten 9 Monaten viel bei euch getan und ihr habt euch zum Beispiel selbstständig gemacht. Das war dann eine aufregende, aber vielleicht auch ziemlich fordernde Phase und die ist jetzt vorbei. Lilith steht in der Waage günstiger für euch und wird euch sicher mit tollen neuen Kontakten beschenken, die euer soziales Umfeld erweitern und vielleicht mal so ganz anders sind als euer normaler Freundeskreis. Unangepasste Menschen werden euch dann nicht nur besonders anziehen und faszinieren, sondern auch Seiten an euch selbst wachkitzeln, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Und Community-Mitglieder mit Lilith im 11. Haus wären Christine, Manuela, Maria und Silke. Und dann kommen wir zu den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Und für euch geht es in den kommenden 9 Monaten vor allem um mehr Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung auf eurem Karriereweg. Denn Lilith steht dann im 10. Haus, im kosmischen Karrierehaus. Gleichzeitig bildet sie aber einen Spannungsaspekt zum Steinbock, haben wir ja vorhin gesehen. Und das kann auch Prüfungssituationen mit sich bringen. Vielleicht zum Beispiel eine Schwangerschaft, die euren beruflichen Plänen entgegensteht. Oder eine Vorgesetzte, die schwanger wird und aufgrund dessen muss im Büro alles umorganisiert werden und es geht drunter und drüber. Vielleicht geht es auch um eure Rolle als Frau in einer wichtigen Position in der Firma oder um Equal-Pay-Geschichten. Denn was die Gleichbehandlung der Frau auf dem Karriereweg angeht, haben wir ja noch einen weiten Weg vor uns. Das sind alles typische Themen mit Lilith im 10. Haus. Vielleicht wollt ihr da auch mitgestalten. Möglich ist aber auch, dass ihr zum Beispiel mit schwierigen weiblichen Vorgesetzten zu tun habt. Und dann fragt euch mal, was machen diese Frauen, was ich vielleicht selber gern täte, mich aber nicht traue, um meine Karriere nicht zu gefährden. Solidarität unter Frauen kann jetzt ein wichtiges Thema werden. Da solltet ihr drüber nachdenken. Und Community-Mitglieder mit Lilith im 10. Haus wären Daniela, Iris, Julia und Manuela. Wenn ihr im Wassermann geboren seid oder einen Wassermann-Aszendenten habt, dann werdet ihr jetzt 9 Monate lang super positiv von der Kraft der wilden Göttin profitieren. Lilith wird eure Reiselust und euer Interesse an fremden Kulturen verstärken. Gut möglich, dass ihr auch einen längeren Auslandsaufenthalt anstrebt oder eine neue Sprache lernen wollt. Für die Singles unter euch steigen die Chancen, romantische Abenteuer auf Reisen oder bei anderen kulturellen Events zu erleben. Vielleicht macht ihr auch mal einen spirituellen Trip wie ein Retreat oder den Jakobsweg. Auch das wäre sehr im Sinne der Göttin. Auf allen Reisen werdet ihr ein Stück mehr von euch selbst finden. Und die Community-Mitglieder, die jetzt Lilith im 9. Haus haben, da haben wir nur eine und das ist die Petra. Und jetzt kommen wir zum Schluss noch zu den Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Und da habt ihr mit dem Lilith-Transit durch die Jungfrau wahrscheinlich einige Spannungen in euren Beziehungen und engen Freundschaften erlebt, mit dem Ziel, dass ihr hier authentischer werdet und mehr zu euren Gefühlen steht. Und jetzt wird es Zeit, diese Erfahrungen zu verarbeiten und mehr Tiefe in euren Beziehungen zuzulassen. 9 Monate lang wird Lilith durch euren Lebensbereich der Verbindlichkeiten und Verträge wandern und eben auch der festen Beziehung, wo man sich tief einlässt, und euch auffordern, zu dem zu stehen, was euch wichtig ist und euch von dem zu lösen, was euch nicht mehr dient.
Oft geht es dann auch in Beziehungen darum, das richtige Gleichgewicht zwischen Freiheit und Verbindlichkeit zu finden. Und wenn es gut läuft, könnt ihr wundervolle neue Dimensionen der Erotik erleben. Lust und Sexualität kann Lilith nämlich sehr gut. Und das trifft in der Community zu für Bettina, Charlotte, Rosina und Therese. Ja, meine Lieben, das waren meine Gedanken zu dem neuen Lilith-Transit durch die Waage. Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, wenn ihr euch noch tiefer mit dem Thema beschäftigen wollt, dann möchte ich euch diesen Workshop sehr ans Herz legen, denn da geht es tatsächlich auch um die Lilith-Transite durch die Häuser. Bin ich ganz, ganz ausführlich darauf eingegangen, wie in jedem Haus wir auf eine bestimmte Art und Weise unserer wilden Urkraft begegnen. Und wenn ihr den bucht, bekommt ihr das Video freigeschaltet und außerdem ausführliches Informationsmaterial zur Verfügung gestellt. Für meine Community-Mitglieder gibt es 10% Rabatt und ich hatte euch ja vorhin aus lauter Begeisterung zugesagt, wenn ihr jetzt als Anfänger auch das Thema ganz spannend findet, dann würden wir euch halt auch eine Info mitgeben, durch welches Haus sich bei euch Lilith aktuell bewegt, damit ihr das nachvollziehen könnt. So, jetzt ist aber endlich Zeit fürs Gewinnspiel. Vorher schaue ich aber noch mal in den Chat und schau mal, ob hier noch eine wichtige neue Diskussion entstanden. Ach, guck mal hier, Yellow Butterfly wieder. Du kommentierst auch immer so interessant. Die Lilith, meine spezielle Freundin, die sich super selten bei mir meldet, hat mich gestern angerufen, als Lilith die Waage in meinem siebten Haus betrat. Das passt ja wieder mal, siehst du? Okay, bei Silke müssen wir noch mal gucken. War vielleicht ein Fehler drin? Schauen wir noch. Aber mein Ziel ist ja auch, meine lieben Community-Mitglieder, dass ihr auf die Dauer durch die Arbeit in der Community befähigt werdet, eure eigene Astrokompetenz zu entwickeln und dann einfach selber wisst: Aha, Waage, das ist bei mir da und da im Horoskop. Da kommen wir noch hin, versprochen. Bei mir schwere Aspekte, bin Steinbock, AC, Krebs, das kann ja was werden. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen heftig mit Lilith, aber das Gute ist, es dauert halt wirklich nur 4 Wochen. Und Lilith wird auch nicht rückläufig. Lilith ist ja, müsst ihr wissen, kein Planet, sondern eben ein Punkt. Ein gedachter Punkt, der durchs Horoskop, ein sensitiver Punkt, genau. Und die wird nicht rückläufig. Insofern, wenn es wirklich schlimm ist, ich sage mal schlimm in Anführungsstrichen, oder man wirklich ausbrechen will aus einer Lebenssituation, die einem nicht mehr gefällt, dann heißt es einfach nur ein bisschen abwarten und dann kann man das auch mit klarem Kopf wieder betrachten, ne? Denkt an die 90-Tage-Regel, also 3 Monate abwarten ist immer am besten. Damit fahrt ihr auf jeden Fall gut. Okay. So, schön. Dann können wir jetzt zum Gewinnspiel kommen. Genau, ich möchte auch fertig werden. Ich möchte nämlich gleich noch in den Wald und die Glühwürmchen gucken. Das ist ja auch immer sehr wichtig für mich im Juni, die schöne Zeit mit den Glühwürmchen. Und sie sind auch wieder da. Erst habe ich mir Sorgen gemacht, weil es so kalt war, aber sie sind mir treu wieder erschienen. Und das gucken wir uns gleich noch an. Ja, und gewinnen könnt ihr jetzt ein persönliches Geburtshoroskop oder eine Jahresvorschau. Und jetzt muss ich kurz den Ordner holen, retrieven. Das ist in der Anfangsaufregung hier untergegangen, wo die Teilnehmer drin sind. Warte kurz. Denn die liebe Sonja hat den Ordner ja auch noch die ganze Zeit aktualisiert mit denen, die sich noch angemeldet haben. Teilnehmer, sag mal, Sonja, hier steht Teilnehmer. Se Ach doch, doch, ist korrekt. 26.06., das ist er doch. Genau. Jetzt machen wir aber nicht nach Name, sondern nach Datum, weil dann sind die Namen alle schön durcheinander. So. Und für alle, die das noch nicht kennen, wie das bei mir vor sich geht. Also, ich habe hier meinen Ordner. Da sind die alle drin, die sich angemeldet haben. Da scrolle ich jetzt, während ich das nicht sehen kann und tippe dann einfach drauf. Und dann haben wir es. Achtung, Trommelwirbel.
Und zack. Ich hab's Buch. Gut. Christina. Christina, hast du. Und dein Nickname auf YouTube ist Krgl. Warte. Ich schreib's mal schnell in den Chat. Ach, jetzt flitscht der mir immer weg. Hier. Christina, aka. So. Bist du da? Gut, Sonja schaut jetzt auch mal und wir warten drauf, dass die Christina sich meldet. Birgit möchte wissen, oh toll, kann ich auch mal dabei sein beim Gewinnspiel? Ja klar, kannst du. Du musst dich halt anmelden. Am besten du meldest dich bei mir auf der Homepage beim Newsletter an, weil ihr kriegt immer am Tag von dem Livestream alle Newsletter geschickt mit den Links und wo der Livestream stattfindet und allem Zip und Zap. Und da ist auch immer der Link zum Gewinnspiel mit drin. Also wenn ihr dabei, wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr das machen und ihr könnt auch immer bei dem aktuellen Livestream gucken, da ist der Link auch abgebildet. Ja, genau, Birgit, du musst dich im Vorfeld anmelden. Ist denn die Christina da? Ja, da ist sie ja. Juhu, mit Lachgesicht. Wie schön. Christina, das ist ja ganz wunderbar. So, lass mal schauen, was hast du dir gewünscht? Du hast dir eine Jahresvorschau gewünscht. Ja, cool. Sehr gut. Der Chat ist schneller als der Livestream. Ja, so ist das leider. Okay, schön. Genau, dann meldet mir doch nochmal zurück, wie euch der neue Hintergrund gefällt, den ihr hier heute seht. Den habe ich heute Nachmittag noch zusammen mit Sonjas Hilfe, haben wir da noch dran rumgeschraubt, um den so schön zu gestalten. Ich finde den nämlich wunderschön. Und zum Schluss habe ich noch einige Empfehlungen für euch. Schaut mal, ich habe auf YouTube eine Playlist gemacht, die heißt Lilith in den Zeichen. Und ich habe schon für fast alle Zeichen ein Video gemacht, wo ich darauf eingegangen bin, was da die spezielle Bedeutung ist. Und auch nochmal durch die Häuser und so. Das könnt ihr euch auch nochmal angucken, wenn euch das interessiert. Wollte ich euch einfach jetzt mal empfehlen. Dann natürlich mein aktuelles Horoskop im Juni, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Genau, und alle weiteren Informationen gibt es auch immer auf meiner Homepage. Das war es von mir. Und dann würde ich sagen, wer jetzt noch die Glühwürmchen sehen will, sollte jetzt losgehen. Also jetzt ist 10:15, die beste Zeit ist immer von 11:15 bis 11:15. Ja, der Hintergrund ist schön geworden, ne? Ich finde den auch ganz toll. Wir hatten ja vorher mal diesen Kosmos-Hintergrund, aber der war doch sehr unruhig mit diesen vielen Funkelsternen drauf. Insofern bin ich da ganz happy mit. Ja, okay. Wunderbar, dann vielen Dank und danke auch für eure Geduld. Am Anfang war es ja doch sehr hakelig. Und deswegen wundert euch nicht, wenn das Video jetzt erstmal noch nicht zu sehen ist, weil ich schneide das jetzt noch gleich. Ich schneide da gleich den ganzen Anfang weg, der da drauf war, damit wir da den richtigen Einstieg haben und alle anderen sich das noch als Special anschauen können. Gute Nacht, schlaft alle gut und ich wünsche euch einen schönen Sommerabend. Ach so, ja, und ich habe jetzt tatsächlich geplant, dass ich am Samstag nochmal einen Fußball-Livestream mache. Also diejenigen von euch, die Spaß am Fußball haben, beziehungsweise die Spaß dran haben, Fußball astrologisch zu betrachten, sind dazu ganz herzlich eingeladen. Okay, alles Liebe euch. Gute Nacht. Schön, dass ihr dabei wart. Bis bald und bis zum nächsten Mal. Tschüss.